Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, überschrieben Lustgarten 2015 auf dem ehemaligen Russensportplatz, Einreicher interfraktionell. Wer stellt ihn uns vor? Herr Schulze. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, sehr geehrte Gäste im Saal, gestartet am 22. bis 24. Juni 1990 als Gegenreaktion auf die bevorstehende Wirtschafts- und Währungsunion entwickelte sich die Bundesrepublik Neustadt zum kulturell vielfältigsten und weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlenden Stadtteil fest. Die Bundesrepublik wurde als Mikronation mit einer ordentlichen, provisorischen Regierung gegründet, die sich gegen eine Verdrängung der Anwohnerinnen und Anwohner durch Alt- und Neueigentümer der Häuser zur Wehr setzte. Sie brachte die kulturelle, soziale und politische Vielfalt der Neustadt auf die Straßen und öffentlichen Plätze. Es wurde bestehende Freiräume und Hinterhöfe in den Grundstücken auf sehr kreative und kulturvolle Weise an diesem Wochenende im Juni bespielt. Organisiert und veranstaltet wurde das durch die Anwohnerinnen und Anwohner, durch Kulturvereine und Einrichtungen in der Neustadt. Anfangs misstrauisch und distanziert betrachtet, verhöhnt und verspottet, ist die Bundesrepublik Neustadt nunmehr seit Jahren ein fester Termin am 3. Juni-Wochenende im Veranstaltungskalender der Stadt. Bis zu 150.000 Gäste besuchen die Bundesrepublik und drängeln sich auf dem seit einigen Jahren immer dichter bebauten Festgelände zwischen Bautzner Straße und Bischofsweg. Freiflächen wie die Böhmische Straße 33 oder der Platz neben der Scheune, Achimströdelhof oder eben das Areal hinter Raskolnikow, der Platz neben dem Espitas oder die große Brache an der Karmenzer sind Beispiele dafür, wie Freiflächen weggefallen und immer mehr Veranstaltungen von diesen weggefallenen Freiflächen auf die Straßen gedrängt werden. Wer freitags und Sonnabend das Festgelände betritt und über die Görlitzer, die Böhmische oder Luisenstraße geht, auch den Martin-Luther-Platz besucht, wird feststellen, wie eng es zugeht im Festgelände. Veranstaltungen wie der Lustgarten sind da willkommene Ruhezonen. Der Lustgarten mit seinem Musik- und Kulturprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern, insbesondere aus Ost- und Südosteuropa, ist als nicht kommerzielle Veranstaltung seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Bundesrepublik Neustadt. Ein Wegfall wird eine weitere Verschiebung zur Kommerzialisierung bedeuten. Aus diesem Grunde halten wir das Veranstalten des Lustgartens auf dem ehemaligen Russensportplatz im Alaunpark sowohl aus Sicherheitsgründen und zur Entlastung des eigentlichen Festgeländes als auch zum Erhalt der kulturellen und internationalen Vielfalt der BRN für angebracht und wichtig. Dabei sind uns die damit zu lösenden Aufgaben und Probleme, die mit dieser Verlagerung verbunden sind, sehr bewusst. Zum einen sind es die Bedenken der Polizei und der Ordnungskräfte, was das Freihalten des Bischofswegs betrifft. Hier sehen wir ausreichend Platz zwischen dem Zugang zum Russensportplatz im Alaunpark und dem Bischofsweg, um größeren Menschenmengen einen Aufenthalt zu geben. Im Vergleich zu anderen Zugängen und der Anzahl an Gästen, die auf das Festgelände kommen wollen, wie zum Beispiel über die Bautznerstraße oder den Albertplatz, sehen wir hier die Möglichkeit, durchaus auch über den Bischofsweg das zu erledigen oder das abzuwickeln, ohne dann, dass es zu einer Verstopfung kommt und der Bischofsweg als Rettungsweg nicht mehr genutzt werden kann. Zudem wird durch den Veranstalter ein eigener Sicherheitsdienst eingesetzt, der den Zugang und Weggang von Gästen des Lustgartens regulieren kann. Eine Kooperation mit der Polizei wird auf jeden Fall erfolgen. Zum Zweiten wurden Unebenheiten auf der Fläche des Russensportplatzes als Bedenken vorgetragen. Aus der Erfahrung, dass auch das Areal hinterm Raskolnikow nicht vollständig egalisiert und planiert wurde, ist nicht davon auszugehen, dass es auf dem Russensportplatz zur Häufung von Stürzen kommt. Sollte das doch der eine oder andere Besucher vielleicht dann die Haltung verlieren, auch da stehen Sanitäter bereit. Die Fläche wird auch vor dem BRN-Wochenende von Stolperfallen und herumliegenden Steinen durch den Veranstalter geräumt, so auch die Aussage jetzt im Vorfeld. Zum Dritten, Herr Thiele,
das war ja immer Ihr Punkt, sind die Bedenken der Anwohner der Paulstraße und Fürstereistraße, die Sie genannt haben, dass dort Lärm, Müll, Wildpinkeln, vielleicht auch noch Graffitis angebracht werden. Auch auf die wurde reagiert. Es wird ausreichend Abstand zu den Wohnhäusern und auch zum Kindergarten geben und diese durch Zäune gesichert, sodass eine Sicherheitszone entsteht, auf der auch kontrolliert wird. Damit wird auf der sensiblen Situation meines Erachtens sehr gut reagiert und die Interessen der Anwohner ernst genommen. Also, der Kulturaktiv e.V. hat sich in der Vergangenheit als ein sehr kooperativ und verantwortungsbewusst handelnder Organisator und Veranstalter des Lustgartens gezeigt. Es gibt für uns keinen Anlass, dieses Vertrauen in Frage zu stellen. Die Veranstaltung wird vom Kulturausschuss gefördert und seit Jahren trägt der Lustgarten zu einem wesentlichen Gelingen der BAN bei. Ein letzter Satz. Ich wünsche mir von der Polizei und dem Ordnungsamt diese notwendige Achtung vor der Entscheidung des Stadtrates und ich erwarte eine genauso ernsthafte Beachtung der gemachten Lösungsvorschläge, so wie die Beachtung Ihrer Bedenken durch Stadtrat und Veranstalter auch hier gemacht wurden. Ich äußere an dieser Stelle die Hoffnung, dass eine Entscheidung für das Stattfinden des Lustgartens auf dem Rosenspurtplatz nicht durch die Landesdirektion oder die Polizei angegriffen wird. Wenn es weitere Bedenken gibt, die bisher noch nicht genannt worden sind, lassen Sie uns das im konstruktiven Gespräch lösen. Ich bitte um eine Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Schulz, vielen Dank für die Einbringung. Bevor wir in die Fraktionsrunde eintreten, will ich, damit es auch fair ist, dass alle dann auch entsprechend Bezug nehmen können, sollte der Stadtrat sich entscheiden, in der Fassung des federführenden Ausschusses heute einen Beschluss zu fassen, werde ich dem widersprechen und über die Gründe des Widerspruchs bitte ich jetzt ganz kurz Herrn Kollege Sittel auszuführen. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es zu begrüßen, dass es für die Veranstaltung des Kulturaktiv e.V. auch zukünftig eine Lösung gibt. Ich kann durchaus bestätigen, dass in der Vergangenheit dieses Areal einer der Punkte innerhalb der BAN war, der insgesamt deutlich weniger Probleme gemacht hat. Insofern ist es richtig, dass mit dem Wegfall der ehemaligen Freifläche nach einer Alternative gesucht wird. Auch seitens der Stadtverwaltung hat es bereits zahlreiche konstruktive Gespräche mit dem Kulturaktiv e.V. und mit anderen Betroffenen gegeben, eine Ersatzfläche zu finden. Eine Ersatzfläche, die möglich ist, ist aus dem Blickwinkel der Stadtverwaltung zwischen der Königsbrücker Straße und der Alaunstraße möglich. Aus Sicht der Stadtverwaltung spricht gegen den Antrag in der vorliegenden Fassung insbesondere eine Mischung aus einem formellen und aus materiellen Gesichtspunkten. Formell leidet der Antrag in seiner jetzigen Fassung an der Schwierigkeit, dass er in dieser konkreten Formulierung die Organkompetenz des Stadtrates überschreitet und in die Hoheit des amtierenden Oberbürgermeister, ersten Bürgermeister Herrn Hilbert für die laufende Verwaltung eingreift, weil eine konkrete Einzelentscheidung für eine einzelne Fläche durch den Stadtrat getroffen wird. Also mehr als 100 andere Entscheidungen trifft die Verwaltung und eine Entscheidung wird durch den Stadtrat getroffen. Es ist ähnlich wie bei Sondernutzungserlaubnissen im Allgemeinen und anderen Dinge. Die konkrete Einzelentscheidung ist Sache der Verwaltung. Diesem formellen Mangel ließe sich durch eine Umformulierung mit einem Prüfauftrag Abhilfe schaffen. Sie haben das als Stadtrat in der Vergangenheit häufiger gemacht, wenn es zum Beispiel um die Einführung von Tempo-30-Zonen geht. Die konkrete Entscheidung zur Einführung ist immer Sache der Straßenverkehrsbehörde. Der Stadtrat kann eine solche Prüfung entsprechend beauftragen, annehmen, aber die Entscheidung nicht selber treffen. Insofern dieser formelle Grund, Eingriff in die Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters für die laufende Verwaltung. Der zweite Aspekt ist ein materieller Gesichtspunkt, der mit dem Sicherheitskonzept zu tun hat. Und zwar mit dem Sicherheitskonzept in der speziellen Form, dass es für die Bunte Republik Neustadt ja seit ungefähr 10 Jahren keinen Gesamtveranstalter mehr gibt. Das heißt, anders als bei den großen anderen Veranstaltungen in der Stadt, für einen konkreten Veranstalter, der auch in den Auflagen oder in den Nutzungsvereinbarungen jeweils für ein Sicherheitskonzept abschließend
verantwortlich zeigt, das dann von uns nur noch zu prüfen ist, gibt es dies hier nicht. Insofern ist es richtig und auch löblich, wenn der Kulturaktiv e.V. für seine eigene Fläche ein Konzept macht. Ich glaube auch, dass es in dem Gelände, wo der Kulturaktiv selber die Hoheit übernimmt, zu keinen nennenswerten zusätzlichen Problemen käme. Die Schwierigkeit ist nur die Berührung dieses Geländes zum Gebiet der Bunten Republik insgesamt. Es ist von Herrn Schulze richtig ausgeführt worden, was die Historie der Bunten Republik auch angeht. Und zur Historie gehört auch, dass es seitdem ein unverändertes Festgebiet gibt. Aus Sicht der Verwaltung sollte dieses Festgebiet so bleiben, weil wir bereits in der Vergangenheit zahlreiche Erweiterungen der Nutzungsmöglichkeiten innerhalb des Festgebietes ausgelotet haben und nunmehr an einen Grenzbereich kommen, wo sicherheitstechnisch nicht nur für die Belange der Polizei, sondern auch für die Belange von Rettungsdienst und Feuerwehr keine weiteren Möglichkeiten mehr bestehen. In dem Maße, wo es eine zusätzliche Verdichtung innerhalb des Festgebietes gegeben hat, ist es umso erforderlicher, möglichst störungsfrei von außen schnell in dieses Festgebiet zu kommen. Ich will nur in einem kleinen Exkurs darauf Bezug nehmen, dass ich auch an der Stelle die Einschätzung von Herrn Schulze teile, dass es Sinn macht, für bereits weggefallene und zusätzlich noch in künftigen Jahren wegfallende Gebiete eine Diskussion über die Zukunft der BRN zu führen. Insbesondere würde ich es sehr begrüßen, wenn daraus folgen würde, dass wir endlich wieder zu einem Gesamtveranstalter kommen, der insbesondere auch dafür sorgt, dass es einen angemessenen Ausgleich zwischen kulturell wertvollen und eher rein kommerziell orientierten Nutzungen auch gibt, für die man aber einen Gesamtveranstalter braucht. Ich schließe den Exkurs und komme zu der Sicherheitssituation, die eben nicht nur in den Belangen der Polizei besteht mit zusätzlichen Absicherungsaufwänden, zu denen der Revierleiter im zuständigen Fachausschuss für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit und auch im Ortsbeirat ja Rede und Antwort getragen hat, sondern insbesondere das Thema der Rettungswege, Gassen und Konzeptionen ein Thema ist, das im Brand- und Katastrophenschutzamt, das in diesem Falle ja hier für den Rettungsdienst auch verantwortlich ist, eine Rolle spielt. Insofern würde, wenn man diesen ersten formellen Einwand aufgreift mit dem Prüfauftrag, an dieser Stelle wir gerne bereit sind, nochmal ins Gespräch miteinander zu kommen und die Belange auch einzeln darzulegen. Und ich will ganz deutlich sagen, dass aus Sicht der Verwaltung die Durchführung einer Veranstaltung des Kultur e.V. mit dem Lustgarten auch in 2015 gewährleistet ist, für dieses Jahr aus unserer Sicht aber unabdingbar in einer anderen Fläche als dem Russensportplatz. Und deswegen haben wir auch mit der freundlichen Unterstützung des Regiebetriebs der Zentraltechnischen Dienstleistung und des Hochbeamtes die Flächenverfügbarkeit und die Nutzbarkeit dieses Ersatzfläche bereits vorab geprüft, sodass eine Antragstellung, ich habe Mirko Sennewald oben gesehen, einer baldigen Antragstellung des Kultur e.V. vorausgesetzt, bis zum 30. April wird diese Fläche auch problemlos zur Verfügung stehen könnten und wir dann im Herbst diesen Jahres nach meiner Anregung unter Moderation des Ortsamtes den Dialog für die künftige Ausrichtung der Bunten Republik unter veränderten Flächenbedingungen und die einerseits eine Optimierung des kulturellen Gehalts und andererseits eine Wahrung der sicherheitstechnischen Belange gewährleistet. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es würde nochmal das Beginn Bündnis 90 Grün, Herr Schulze hat ja bereits. Insoweit wird mir als nächstes SPD-Fraktion wird das Wort gewünscht. Geschäftsordnung, Herr Schollbach. Ja, die Stadtverwaltung hat ja jetzt einige ausführliche Ausführungen gemacht. Ich denke, es ist erforderlich, dazu noch mal kurz zu beraten und ich beantrage eine Auszeit von 5 Minuten durchzuführen. Gebe statt, 5 Minuten Auszeit. So, ich bitte die Plätze wieder einzunehmen und bitte um Ruhe. Wir würden jetzt fortsetzen oder überhaupt einsteigen in die Fraktionsrunde. Und da ja bereits Herr Schulze die Vorlage eingebracht hat mit und Bündnis 90 Die Grünen beginnen würden, ist als nächstes die SPD dran, Herr Dr. Lammes. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die von Herrn Sittel jetzt angesprochene Problematik ist ja in gewisser Hinsicht nicht neu, insofern als in den Ausschüssen diese Fragen debattiert worden sind. Man muss aber auch sagen, und das ist das Ergebnis auch der Beratung in unserer Fraktion,
dass man die Dinge unterschiedlich werten kann und dass wir feststellen mussten und beim Zusammentragen aus den verschiedenen Ausschüssen, dass eigentlich in jedem Ausschuss so ein bisschen eine abweichende Botschaft. Und jetzt kommt heute Abend die weitere Botschaft. Wir werden dort in Widerspruch gehen, wenn ihr das so beschließt, wie es der federführende Ausschuss vorsieht. Ist ja eigentlich, finden wir jetzt, eine prima Lösung. Dann gehen Sie in Widerspruch und wir haben dann 3 Wochen Zeit, die Sachlage wirklich zu klären und werden uns dann mit diesen Dingen auseinandersetzen und werden das dann in Ruhe in diesen 3 Wochen, nachdem hoffentlich jetzt alle Verwaltungsargumente auf dem Tisch liegen, prüfen und in 3 Wochen darüber dann endgültig befinden. Aber einstweilen bleibt es bei dem, was wir in ehrenamtlicher Arbeit zusammengetragen und fraktionsintern in einer langen Debatte hier miteinander beschlossen haben in den Fraktionen. Und wenn wir dienstags dort in unserer Freizeit zusammensitzen, dann ist es nicht ganz fair, uns donnerstags mit der Ankündigung des Widerspruchs ebenfalls in unserer Freizeit zu überraschen. Das ist auch nicht, also diese Thematiken sind immer wieder klar aufgeführt worden. Und insoweit können Sie mir nicht einfach überhelfen. Mit der Aktenlage werde ich zwingend dem widersprechen, denn wenn etwas passiert, sind nicht Sie dran, sondern ich bin dran, als oberster Behördenleiter. Und deswegen kommt als Nächster jetzt in der Fraktionsrunde Herr Engler. Nein? Wohl nicht? Dann FDP-Fraktion das Wort kriegt. Achso, Entschuldigung. Dann ist mir was Falsches hier aufgeführt. Sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, besonders die Erfahrungen aus Duisburg haben uns in fataler Weise vor Augen geführt, welche Gefahren im Ernstfall in einer unzureichenden Rettungswegkonzeption, einer ungesteuerten Personenführung und ungenügender Entfluchtungsmöglichkeiten stecken. Nicht minder schwer in Erinnerung geblieben sind die im Nachgang nicht enden wollenden gegenseitigen Schuldzuweisungen für Fehleinschätzungen, Schlechtplanungen und mangelhafte Gesamtabstimmungen. Das darf sich in Dresden nicht wiederholen. Wir als Stadträte stehen in der Pflicht, durch verantwortungsbewusste Richtungsvorgaben sowohl unsere Bürger als auch die Verwaltung bestmöglich von solchen Katastrophen zu schützen. Wir nehmen die Bedenken der Stadtverwaltung sehr ernst und fordern für die Realisierung des vom Grundsatz her zu unterstützenden Ansinnens des Antrags ein tragbares durch die Verwaltung zu bestätigendes Verkehrs- und Sicherungskonzept. Daher lehnen wir den Antrag in der gestellten Form ab und empfehlen Ihnen, das auch zu tun. Vielen Dank. FDP-Fraktion, das Wort gewünscht. Herr Sasso. Ich mache es auch ganz kurz. Ein bisschen überrascht mich die Erklärung des Ordnungsbürgermeisters heute hier auch. Wir haben ja in vielen Ausschüssen die Diskussion dazu geführt. Ich selbst im Umwelt- und Kommunalwirtschaftsausschuss, dann auch nochmal im Finanzausschuss. So dramatisch, lieber Herr Sittel, klang das alles aus meiner Sicht nicht. Ein bisschen kenne ich die Neustadt auch. Auch den Russenspurplatz und dort, wo das stattfinden soll. Wenn es überhaupt irgendwo geht, und wie Sie vielleicht wissen, habe auch ich in dieser Stadt schon sehr, sehr große Veranstaltungen mit ein paar 10.000 Besuchern organisiert. Wenn es überhaupt irgendwo geht, würde ich ja eher denken, dort. Deswegen überrascht mich das ein bisschen. Ich kann deswegen auch nur Herr Dr. Lames das eigentlich ähnlich sagen. Wir haben uns in der Fraktion dazu unterhalten. Ich habe mich auch mit dem Kulturaktiv e.V. getroffen. Ich fand das alles sehr plausibel. Es wird wahrscheinlich jetzt kein anderer Weg gehen, als dass wir in den 3 Wochen nach dem Widerspruch uns dann nochmal damit beschäftigen. Aber im Moment steht auch unsere Zustimmung zu dem Projekt, wie vorhergesagt. Als Nächstes CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Fraktions-, liebe Kollegen, Kolleginnen, liebe Gäste. Wir haben hier ein sehr schwieriges Thema, was die Grünen hier mit ihrem Antrag losgetreten haben. Ja, losgetreten, Frau Filius-Lehne, tut mir leid. Die BAN ist eine Veranstaltung,
die nicht ganz so problemfrei im Viertel wahrgenommen wird, wie es vielleicht sich nach außen darstellt. Zum größten Teil wird es akzeptiert, die Leute freuen sich auf dieses Fest, die Gastronomen haben an dem Wochenende die größten Umsätze im ganzen Jahr, die in der äußeren Neustadt im Festgebiet sind, und deswegen wird auch dieses Fest auch von Seiten der CDU mitgetragen und unterstützt. Allerdings sind wir fester Meinung, dass es in den bisherigen Grenzen des Festgebietes verbleiben sollte. Es gibt eine Ausnahme, die seit Anfang an geduldet ist. Das ist die Bühne des Merkwürden e.V. im Alaunpark. Aber darüber hinaus sollte es nicht gehen. Wir haben heute hier die Meinung der Verwaltung gehört, die gravierende Sicherheitsbedenken gegen eine Erweiterung des Festgebietes, was es dann wäre, hier vorgebracht hat. Und es gibt sogar noch weitergehende Überlegungen in Bezug auf Versagung von Veranstaltungen, falls es doch dazu kommt, dass der Lustgarten auf dem Russensportplatz stattfinden soll und der Kulturaktiv e.V. dort seine Bühne betreiben kann. Wir haben hier in dem Beschlussvorschlag des federführenden Ausschusses den Punkt des Sicherheitskonzeptes. Und es tut mir leid, Herr Schulze, natürlich kann der Verein ein Sicherheitskonzept erarbeiten, natürlich kann der Verein auch sagen, wir zäunen unsere Fläche ab und schaffen einen Abstand zum Kindergarten und zu der Wohnbebauung an der Paulstraße, an der Fürstereistraße. Aber das löst das grundsätzliche Problem eben nicht. Und ein Sicherheitskonzept, was von einem Verein erarbeitet wird und dann von der Stadtverwaltung genehmigt wird, entbindet dann eben auch nicht von der Verantwortung, die außerhalb der Fläche des Vereins dann entsteht. Und der Verein kann eben auch kein Sicherheitskonzept erarbeiten und verantworten, was über die eigentliche Veranstaltungsfläche hinausgeht. Und das ist eben das Thema dabei. Deswegen müssen wir hier Punkt 1 und Punkt 2 ablehnen und können lediglich Punkt 3 zustimmen in der Beschlussfassung des federführenden Ausschusses, in dem sozusagen der Alternativstandort, der vom Ortsamtsleiter der Neustadt vorgeschlagen wurde, von Herrn Barth, das Grundstück auf der Königsbrücker Straße 8 für den Lustgarten entsprechend da vorgesehen werden soll. Das ist ein vernünftiger Vorschlag, dem wir mitgehen können. Alles Weitere führt zu unabsehbaren Problemen, führt möglicherweise sogar dazu, dass andere Veranstaltungen nicht genehmigt werden können, die sich auch ihren Ruf innerhalb der BAN erarbeitet haben und wo auch die Leute mit Recht darauf hoffen, wie in den letzten Jahren auch, ihre Veranstaltung abhalten zu können. Das Thema, dass sozusagen die Flächen innerhalb des Festgebietes auch immer weiter sich reduzieren, hängt ja mit der positiven Entwicklung der äußeren Neustadt zusammen, die wir natürlich sehr begrüßen. Und diese Frage muss eben beantwortet werden, wie es mit der BAN dann weitergeht. Dass so ein Fest in der Ausprägung in so einem Stadtteil eben nicht problemlos durchführbar ist, ist dann eine Fragestellung, die mit allen diskutiert werden sollte. Da sollten auch die Aktiven, die im Stadtteil Äußere Neustadt eine Rolle spielen, alle mit eingebunden werden in der Diskussion. Das ist die Schwafelrunde, das ist aber eben auch der Neustädter Kreis. Das sind Vertreter von Haus und Grund und entsprechende Vermieterverbände, die doch auch immer wieder über Probleme berichten während der BAN und während des Wochenendes. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir hier gegen die BAN sind. Das bedeutet auch nicht, dass wir gegen den Kulturaktiv e.V. sind. Wir denken, dass mit der Fläche Königsbrücker Straße 8 eine wirklich gute Alternativfläche zur Verfügung steht und lehnen Punkt 1 und 2 ab. Punkt 3 stimmen wir zu. Und wir sind auch noch mal ganz froh, dass wir hier durch unsere Hebung in den Stadtrat zu der Diskussion noch mal einen wertvollen Beitrag leisten konnten und hier auch die Stadtverwaltung entsprechend zu Wort kommen konnte. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Muth. Frau Muth, möchten Sie?
Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Gäste und Ratskollegen, so wie es jetzt aussieht, wird ja die Frage sowieso die nächsten 3 Wochen noch besprochen und geklärt. Deswegen möchte ich nochmal die Werbetrommel für die Nutzung der Westerweiterung durch den Lustgarten rühren und möchte auch nochmal ein Stück in die Vergangenheit ausgreifen. Manche Leute wissen das und andere können es auch nachlesen, dass die BRN ja ursprünglich gar kein Straßenfest war, sondern ausgerufen wurde als ein Stadtteil, der sich selbst definiert hat als eine freie Republik mit eigener Verfassung. Und damals war genau das Viertel, wo jetzt die bunte Republik Neustadt als Straßenfest stattfindet, ein ruinöser Häuserbestand mit über 20% Leerstand, mit vielen Freiräumen, vielen Brachen und sollte sogar in den 90er Jahren abgerissen werden. Die Initiative, die die BRN, also die Bunte Republik Neustadt, gegründet hat und dann später auch die IG Äußere Neustadt, hat sich massiv dafür eingesetzt, dass erstens diese Häuser nicht abgerissen werden. Wie wir heute sehen, waren sie erfolgreich. Und hat sich zweitens dafür eingesetzt, dass die Grundstückspreise weiterhin bezahlbar sind, auch für die, die ursprünglich dieses Viertel besiedelt haben und als Schwarzmieter dafür gesorgt haben, dass die Häuser nicht verfallen. Die Bewohner der Äußeren Neustadt haben außerdem mit der kulturellen Belebung dieses Viertels dafür gesorgt, dass dieser Stadtteil auch sozial sich entfaltet hat, kulturell sich entfaltet hat, für Jugendliche, für Junge, für Alte, für alle Menschen, für den kompletten Querschnitt durch die Bevölkerung eine lebenswerte Umgebung bereithielt. Als dann in den 2000er Jahren das Viertel langsam saniert wurde, sind immer mehr Freiflächen und auch bezahlbare Wohnräume weggefallen. Das heißt, es hat da schon eine massive Verdrängung eingesetzt, die dazu geführt hat, dass die Neustadt sich zu einem Viertel entwickelt hat, wie wir es jetzt vorfinden, das einerseits immer noch ein kulturelles Highlight bietet, andererseits eben auch von der Stadt Dresden als touristischer Magnet vermarktet wird und eben genau mit diesem Problem leben muss, dass die Freiräume weggefallen sind, dass die Brachen weggefallen sind. Wenn man sich im Gegenzug ansieht, dass die Besucherzahlen der BRN kontinuierlich weiter steigen, über 100.000, über 150.000 und jedes Jahr sind es ein paar mehr, so viele mehr, dass im Jahre 2013 bereits am Albertplatz und am Bischofsweg der Einlass gestoppt werden musste, weil einfach die Leute nicht mehr ins Viertel reingepasst haben. Es musste nachts einfach dort zugemacht werden, zeitweise, weil einfach sonst nicht mehr gewährleistet werden konnte, dass dort das Begehen noch sicher ist, nur deswegen, weil es zu voll war. Und deswegen müssen wir natürlich das Festgelände erweitern. Es bringt ja nichts, die Menschen noch mehr zusammenzudrängen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass dort eine Entlastung herkommt und dass auch gerade die Aktiven, die sich eben einerseits für die Ausrichtung der BRN als Straßenfest, aber auch das ganze Jahr über für die kulturelle Belebung des Viertels einsetzen, dass die an dieser Stelle auch die Chance haben, mit ihrer kulturellen, vielfältigen, ehrenamtlichen Arbeit gesehen zu werden und auch erkannt zu werden. Und diese Unterstützung müssen wir diesen Menschen auch geben. Deswegen bin ich der Meinung, dass es eben schon eine Rolle spielt, wenn der Veranstalter kulturaktiv selber sagt und das eben auch begründet mit zahlreichen Argumenten, warum die eine Fläche machbar ist und die andere Fläche eben nicht machbar ist. An dieser Stelle muss dieser Verein angehört werden und das spielt eine große Rolle. Ich würde gerne noch mal ganz kurz aufzählen, was schon alles weggefallen ist. Das ist nicht viel, weil ich habe so ein paar wichtige Sachen rausgegriffen, um das noch mal zu veranschaulichen. Bis 2013 gab es eine große Bühne, das war die größte Bühne im Festgebiet. Da, wo die Aluna-Bühne gewesen ist, wird jetzt eine Turnhalle gebaut. Dann gab es den Lustgarten eben bis 2014. Auf das Gelände passen 4.000 Menschen. Wenn man sich ansieht, wie viele Menschen den Platz tagsüber und nachts genutzt haben, dann ist es natürlich noch mal ein Vielfaches dieser Anzahl. Das heißt, dass man alleine da schon mit 8.000 Menschen rechnen muss, die eben dort diesen Platz nicht mehr haben, wo sie entweder hingehen können für kulturelle Angebote oder eben auch ausweichen können. Und die nächste Brache wird dran sein auf der Alaunstraße zwischen der Nummer 39 und der 56, wo jetzt noch ein Parkplatz ist, aber bald ein Haus stehen wird. Das heißt, dieses Problem wird sich natürlich stärker verschärfen und es bringt nichts, das ein Jahr hinauszuzögern, sondern wir müssen das Wenn dann jetzt lösen. Danke. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen hat mir bisher Herr Lichti signalisiert. Herr Lichti, bitte.
Entschuldigung, da kann ich nicht sitzen bleiben. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Dr. Lames hat es schon zu Recht angesprochen. Das setzt natürlich hier das, was wir hier erleben mussten, natürlich diesem Trauerspiel, das die Stadtverwaltung hier aufhört, wirklich die Krone auf. Hier vor einer Debatte, aber dann auch erst zu dieser Debatte, einfach mal schlankweg von hier oben anzukündigen, dass man also auf jeden Fall irgendwie einen Widerspruch einlegen würde. Es ist einfach mal vielleicht nett und wissenswert für die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht so hautnah erlebt haben, den Gang nochmal darzustellen. Wir hatten vor 2 oder 3 Wochen Sitzung im Umweltausschuss dazu und da hatten wir auch Herrn Lübs da und wir hatten da eine lange und breite Debatte und da wurden diese Bedenken alle vorgetragen. Und dann gab es eine Debatte und dann gab es ein Ergebnis und das Ergebnis möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das Ergebnis war nämlich einstimmig für unseren Antrag. Einstimmig heißt, die CDU-Fraktion hat zugestimmt. Schön, wunderbar, haben wir uns alle gefreut. Und dann sind wir haben Ihre Änderung, die Sie vorgeschlagen haben, weil sie sinnreich war, gerne übernommen. Sie haben nur eingefügt, dass der Verein beauftragt wird, ein Sicherheitskonzept mit der Polizei abzustimmen. Das war inhaltlich schon von uns umfasst und wir haben es gerne nochmal explizit reingeschrieben. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Dann bekomme ich ein SMS von unserem Mitglied aus dem AV. Was ist denn jetzt los? Da ist die Polizei und macht hier Druck. Dann gehe ich da drunter. Was sehe ich dort? Herr Lübs, der Leiter des Revieres, vor einer großen Tafel und malt hier sozusagen, ich weiß nicht, Fukushima oder Tschernobyl oder irgendein Katastrophenszenario an die Wand. Und alle Stadträte sind dort irgendwie völlig erstarrt und denken, was ist denn jetzt hier los? Und dann kamen genau die Argumente, die jetzt gekommen sind. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diese Argumente kann ich nicht ernst nehmen. Wenn hier gesagt wird, der Rettungsweg auf dem Bischofsweg beziehungsweise über die Pfannstraße ist ja auch eine Zufahrt dann möglich, sei also dann dadurch gefährdet, dann frage ich Sie, wie konnten Sie denn, wenn Sie das wirklich ernst meinen, tatsächlich die Sicherheit gewährleisten am Sonnabend um 21 Uhr auf der Luisenstraße und auf der Alaunstraße? Herr Schulz hat es angesprochen. Wer sich mit der BRN ein bisschen auskennt, der weiß, da kann man noch nicht mal umfallen, wenn man besoffen ist, weil dort die Leute wie die Ölsardinen stehen. So, und da frage ich mich, wie Sie dort einen Rettungswagen oder eine Polizeieinheit oder irgendetwas Öffentlich-Rechtliches durchschicken wollen. Das gelingt Ihnen nicht. Wenn Sie also Ihre Argumentation wirklich ernst nehmen würden, dann, Herr Sittel, müssten Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, ich verbiete die BRN 2015, weil ich kann die Sicherheit nicht gewährleisten. Das tun Sie natürlich wohlweislich nicht, weil Sie ganz genau wissen, was das politisch bedeuten wird und weil Sie ganz genau wissen, dass seit über 10 Jahren in der BRN, auf der BRN nichts passiert ist und trotz dieses Gedränges im Grunde alles mehr oder weniger ordentlich abgegangen ist. Von daher, Herr Sittel, Herr Hilbert, kann ich das wirklich nur als politisch durchsichtiges Manöver einschätzen. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, Herr Hilbert, wie Sie eingeleitet haben. War es Herr Hilbert oder war es Herr Sittel? Sie haben nämlich Ihren Widerspruch damit begründet, und das ist dann tatsächlich wirklich eine sehr grundsätzliche Frage, Sie haben sie damit begründet, dass wir in die Organkompetenz des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters eingreifen würden, weil wir eine Einzelfallentscheidung treffen würden. Wissen Sie, wenn Sie dieses Argument tatsächlich ernst meinen würden, dann könnten Sie hier jeden Beschluss des Stadtrates im Grunde unter Vorbehalt Ihres Widerspruchs stellen. Dann sage ich Ihnen ganz klar, das ist nicht die Rechtslage und die Intention der sächsischen Gemeindeordnung. Und wenn Sie das tatsächlich hier durchfechten, vielleicht ist es dann ganz gut, dass wir auch an dieser Stelle mal für Rechtsklarheit sorgen. Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Gemeinde. Das heißt, die Dinge, die der Stadtrat für wesentlich erachtet, über die kann er auch entscheiden. Was verhindert werden soll, ist, dass er jede einzelne Verwaltungsentscheidung trifft. Der Stadtrat ist aber jederzeit natürlich in der Lage, eine Einzelentscheidung, die die Verwaltung anders getroffen hat, anders treffen wollte, und das haben Sie, zu korrigieren. Alles andere würde die Hauptorganfunktion des Stadtrates infrage stellen. Nun zur Königsbrücker Straße 8a. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute, Sie, Herr Klein, vor allem aus Glotzsche, nicht wissen, um was es bei der Königsbrücker Straße 8a geht. Es ist nämlich nicht ein Grundstück, wie vielleicht manche denken, sondern es ist schlicht und greifend der schmale Durchgang am alten Ortsamt Neustadt rüber zur Alaunstraße. Es handelt sich dort um einen Schlauch von ungefähr 10 bis 15 Metern, in der mitnichten die Veranstaltung wie bisher beim Lustgarten stattfinden kann. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass die Stadtverwaltung erst dann überhaupt in die Spur gegangen ist und Ausweichstandorte gesucht hat, nachdem dieser Antrag eingereicht war.
Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen aus sachlichen Gründen, aus grundsätzlichen Erwägungen bei unserem Beschluss bleiben. Und wenn Sie dann tatsächlich meinen, hier wie leider in einer Tradition stehend, die wir eigentlich überwunden geglaubt haben, hier ein Fest, ein Stadtteilfest, das in ihrer ganzen Struktur, von seiner ganzen Ausstrahlung, von seiner ganzen kulturellen Ausstrahlung nicht passt, hier wieder Steine in den Weg legen zu müssen, dann müssen wir es halt ausfechten. Ich glaube nicht, dass Sie damit der Neustadt und der Stadt Dresden einen Gefallen tun. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Thiele, bitte. Ja, also tut mir leid, aber nach dem Beitrag muss man sich noch mal zu Wort melden. Herr Lichti, Sie haben doch hier mal wieder Quatsch erzählt. Weil das Grundstück Königsbrücker Straße 8 nicht nur dieser Durchgang ist, sondern eben auch die freie Fläche hinter dem ehemaligen Ortsamt. Und dort soll dieser Lustgarten dann stattfinden und die Veranstaltung des Kulturaktiv e.V.s entsprechend mit Begleitung durch die Stadt. Also erzählen Sie hier nicht solche Lügen, dass es nur dieser Durchgang wäre. Das ist doch einfach mal Unfug. Naja, glaube ich, brauchen wir jetzt hier nicht vertiefen, Frau Filius-Jene. Kann sich jeder auch auf der Gemarkungskarte der Stadt Dresden anschauen. Und dass die Veranstaltung dort nur in dem Durchgang stattfinden soll, das ist doch einfach mal Quatsch. Das ist doch wirklich Quatsch und das braucht man doch hier nicht kundzutun. Zweitens, die Stadtverwaltung wäre gegen die BAN. Herr Lichti, auch Käse. Ich denke, die Stadtverwaltung hat in den ganzen letzten Jahren das Fest auch entsprechend konstruktiv begleitet. Ja, ich bin in der Neustadt auch entsprechend hier in den letzten Jahren aktiv geworden. Ich habe selbst sogar mal ein Stück Festgebiet der BRN mit angemeldet und konnte mich davon überzeugen, wie auch die Stadtverwaltung konstruktiv dann mit Anmeldern umgeht. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren seit diesen großen Problemen um die Jahrtausendwende und kurz danach, als es die schwerwiegenden Ausschreitungen gab, mit den Maßnahmen, die gemeinsam mit den Veranstaltern und mit den Aktiven in der Neustadt getroffen wurden, Glasflaschenverbot, Einlasskontrolle und so weiter und so fort, entsprechendes auch Glasflaschenverkaufsverbot dann in den Abendstunden an dem Wochenende. Das waren alles Maßnahmen, die auf große Akzeptanz gestoßen sind und die zu einer wesentlichen Verbesserung des Festes insgesamt beigetragen haben und die auch mit großem Konsens von Seiten der Verwaltung, von Veranstaltern, von den Anwohnern getragen wurden und die auch insbesondere dazu beigetragen haben, dass Müll und Glasscherben, Glasbruch im Festgebiet deutlich zurückgegangen sind. Jetzt wollen Sie mit Ihrem Antrag dafür sorgen, dass das Festgebiet wieder größer wird, dass es sicherheitstechnisch viel schwieriger entsprechend abzusichern ist, weil wir eben über den Bereich des Bischofsweges dann hinausgehen würden mit allen Problemen, die damit verbunden sind, die hier dargelegt wurden. Sie gehen hier unkalkulierbare Risiken ein. Sie gefährden, wie gesagt, auch Veranstaltungen, die bisher wohl bewährt waren. Und das nehmen Sie alles in Kauf, nur weil Sie nicht bereit sind, ein entsprechend konstruktives Alternativangebot durch die Stadtverwaltung hier für den Kulturaktiv e.V., für den Lustgarten mitzutragen. Überlegen Sie sich bitte einfach mal Ihre Haltung. Kommen Sie hier zu einer vernünftigen Entscheidung. Daran kann ich nur appellieren und hoffe, dass das Ganze dann im Sinne der BAN gut ausgeht. Vielen Dank. So, ist darüber hinaus das Wort gewünscht? Ansonsten kommen wir zur Beschlussfassung über den federführenden Ausschussbericht. Das war Finanzen und Liegenschaften gewesen. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen?
und Stimmenthaltungen. Also, wir müssen noch mal wiederholen, weil wir hätten uns dann vermehrt. Deswegen würde ich Sie gerne noch mal bitten wollen, ohne dass wir das namentlich machen müssen, dass wir das Abstimmung noch mal, die Abstimmung noch mal wiederholen können. Bitte die Ja-Stimme noch mal. So, die Nein-Stimmen. Und die Enthaltung, die eine. Also müsste man tatsächlich mehr geworden sein. 38 Ja, 30 Nein, eine Enthaltung, damit angenommen. Ja, das waren wir der Meinung auch, dass wir keine 69 sind. Wiederholung der Zählung, Herr Thiele? Haben wir lange nicht gehabt. Es gibt mir eine Chance, eine kurze Entspannungsübung zu machen. Herr Tustmann. So, ich muss lesen. Ich habe gar nicht keine Liste hier. Ach, Schreck. Also, fangen wir an. Frau Ahnert. Ja, nein, Enthaltung. Frau Apel. Herr Avenarius. Frau Barkow. Herr Bartels. Ja. Herr Bauer. Nein. Frau Bischofberger. Ja. Herr Blümel. Ja. Herr Böhm. Nein. Herr Dr. Böhme-Kohn. Nein. Herr Bösel. Nein. Herr Dr. Brauns. Nein. Frau Kaspari. Ja. Herr Cornelius. Nein. Herr Dr. Tepper. Kann er nicht. Herr Donhauser, Herr Treves, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Dr. Gebel, Herr Genschmer, ja. Herr Gielke, nein. Frau Grundmann, Herr Grundmann, ja. Frau Harzendorf, ja. Herr Hassler, nein. Herr Heinrich, ja. Frau Hinz, Herr Hofsommer, ja. Frau Ihle, nein. Herr Kabot, Enthaltung. Herr Kaden. Nein. Frau Dr. Kaufmann. Ja. Herr Giesling. Ja. Herr Klein. Nein. Frau Klepsch. Ja. Herr Krause. Nein. Herr Krien. Nein. Herr Krüger. Nein. Herr Dr. Lames. Ja. Herr Lichti. Ja. Herr Löser. Ja. Frau Malberg. Herr Mattis, ja. Frau Müller, nein. Herr Musculus, ja. Frau Muth, ja. Herr Naumann, ja. Herr Rentsch, nein. Herr Dr. Reuter, nein. Herr Schmelich, ja. Herr Scholbach, ja. Herr Dr. Schulte-Wissermann, ja. Herr Schulze, ja. Herr Stahlmann-Fischer, ja.
Herr Thiele? Nein. Herr Urban? Nein. Herr Vogel? Nein. Frau Wagner? Frau Anke Wagner erstmal. Frau Anke Wagner. Frau Kerstin Wagner? Frau Walter? Nein. Herr Wirz? Ja. Herr Zasko? Ich muss erst Notariat abwarten. Also 36 Ja, 30 Nein, eine Enthaltung, damit angenommen. So, damit.